Moin, Sinne, ist der Jakob von PC Max und ich habe hier wieder einen Media Player und zwar ist das diesmal der PVO Alpine von Patriot. Das Besondere an dem Ding ist, dass er mit Android als Betriebssystem läuft und zwar Android 2.2. Das hatten wir schon mal im Test. Damals war die größte Kritik, dass es einfach nur Android für Handys und Tablets war, was dann auf einen Media Player geschmissen wurde und dementsprechend auch schlecht zu bedienen war. Patriot hat sich das jetzt mal, ist das Ganze anders angegangen, hat eben eine Oberfläche drüber gehauen. Das heißt, da läuft zwar Android drauf, aber noch eine eigene Benutzeroberfläche von Patriot. Ja, Lieferumfang fällt ja recht spartanisch aus. Man hat natürlich ein Netzteil, um das Ding mit Strom zu befüttern. Man hat ein HDMI-Kabel, das ist ein HDMI 1.3-Kabel, relativ hochwertig. Man hat eine CD, wo eine vollständige Anleitung drauf ist, was auch ganz sinnvoll ist, weil die Papieranleitung ja dann doch eher gering informiert. Und zwar steht da dann sowas drauf wie mit dem Strom verbinden oder bitte HDMI-Kabel anschließen. Das kann man sich dann auch getrost sparen. Ich habe 2 Fernbedienungen mitgeliefert bekommen. Das dürfte allerdings keine Absicht gewesen sein. Ich habe mal recherchiert und es sieht wohl so aus, als würde eine kleine mitgeliefert werden. Das macht aber auch keinen großen Unterschied. Die sind beide leider nicht besonders gut. Und dann haben wir natürlich noch den PVO Alpine Media Player an sich. Das ist ein kleiner schwarzer Kasten. Klavierlackoptik, leider keine besondere Beschichtung, dadurch recht anfällig für Fingerabdrücke. Das heißt, wenn man es schön haben will, dann wird man da wohl auch ab und an am Putzen sein. Anschlussseitig steht zur Verfügung natürlich in der Front ein USB-Port, ein SD-Card-Slot. SD-Karten können verwendet werden, um einerseits zum Beispiel Apps zu übertragen, andererseits aber auch, um einfach den Speicher zu erweitern. In der Front hat man ansonsten auch noch einen Infrarotempfänger und eine Status-LED, die eben bei Betrieb dann grün leuchtet oder eben Standby rot. Auf der Rückseite finden sich dann noch ein Anschluss natürlich für das Netzteil, ein LAN-Port, ein HDMI-Port, wie schon gesagt HDMI 1.3 und zwar B, 1.3B, ein weiterer USB-Port und ein AV-Out und an den Seiten finden sich noch Logos zur Unterstützung der verschiedenen Formate. Ansonsten ist da aber nichts zu finden, außer natürlich noch der On-Off-Schalter hier auf der linken Seite. Ja, so viel zum Lieferumfang und der groben Optik. Jetzt räumen wir das hier mal beiseite und gehen das Ganze mal näher an. Das Besondere am Alpine ist, wie schon gesagt, das Betriebssystem Android 2.2 und der Veolo Media Player, den wir schon mal im Test hatten, hatte eben den großen Nachteil, dass keine Benutzeroberfläche drüber gepackt wurde. Hardware-seitig läuft hier ein ARM926-Prozessor mit bis zu 500 MHz, was nun wirklich nicht viel ist, aber für einen Media Player ausreichend. Das Ding unterstützt Massive-Formate, also eigentlich alles, was es auf dem Markt gibt, und zwar in jeglicher Hinsicht, also in Hinsicht von Videos, Filmen, Audioformaten, Bilderformaten. Also es wird wirklich die komplette Bandbreite unterstützt und das ist auch sehr, sehr angenehm. Außerdem soll das Ding ruckelfrei 1080p Videos bis 30 FPS übertragen. Das funktioniert auch soweit. Und was sonst an der Benutzeroberfläche noch so funktioniert und nicht funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal direkt an. So, wir starten jetzt einfach mal den Media Player und schauen uns auch direkt mal an, wie lange er denn braucht. Ich habe jetzt auf den Startknopf gedrückt und innerhalb kürzester Zeit erscheint dann so eine Art Boot-Logo. Das dauert aber doch einige Zeit, bis dann auch der Homescreen des PVO Alpine dann auch wirklich erscheint. Da bleibt uns dann noch Zeit, mal so ein paar Fakten zu besprechen. Und zwar hatte ich ja schon gesagt, dass eben keine Apps aus dem Android-Market unterstützt werden. Und wenn man also wirklich Apps installieren will, dann läuft das über die SD-Karte oder einen USB-Stick. Das heißt, man lädt sich dann die APK eben runter, ganz normal auf seinen PC oder Mac. Und spielt das dann eben auf ein transportables Medium und installiert es dann direkt über USB an der Box. Das ist wirklich sehr, sehr umständlich und macht auch einen der größten Vorteile eigentlich kaputt der Android, von Android als Betriebssystem eines Media Players. Und hier sieht man jetzt eben auch schon den Homescreen.
den Patriot geschaffen hat und über Android rübergelegt hat. Der ist eigentlich recht simpel aufgebaut, besteht eben aus ein paar Icons, die sich Video, Foto, Music, Lesezeichen, Anwendungen, Einstellungen nennen. Die deutsche Übersetzung hat dabei ganz gut geklappt eigentlich, was jetzt ja auch, ja außer Music, aber ist ja jetzt auch nicht weiter verwunderlich, weil es eben einfach Android ist, das drauf läuft. Und wir gehen ja auch direkt mal rein, wenn man jetzt mit einer Quelle sich verbinden will, das geht via UPnP oder eben Network Share, also bei mir jetzt eine Netzwerkfestplatte. Deswegen wähle ich das Ganze aus. Ich habe da auch schon mein Passwort eingegeben, deswegen wird ihr das wahrscheinlich auch gleich schon finden. So, damit will ich mich connecten. Und das macht er jetzt auch automatisch, weil ich es wie gesagt schon eingegeben habe. Es ist allerdings sehr schade, dass man es wirklich jedes Mal, wenn man den Media Player neu startet, auch wieder neu verbinden muss, weil es schon immer relativ umständlich ist, wenn man mal schnell irgendwie Musik hören will oder sowas, ist das schon sehr, sehr nervig. Aber wenn man dann mal drin ist und das Gerät dann zwischendurch nicht ausmacht, dann bleibt also die Verbindung auch da. So, jetzt habe ich hier mal einen Probeordner eingerichtet. Wir sind ja jetzt im Videobereich, deswegen gehe ich ja auch eben in den Videoordner. Und ganz cool ist, dass man hier jetzt direkt auch eine Vorschau bekommt, die auch wirklich schnell geladen ist, des entsprechenden Videos. Und ja, da kann man auch direkt dann reingehen. Und vom Streaming her, also wirklich überhaupt keine Probleme. Das funktioniert absolut wunderbar, ruckelfrei, es wird nicht groß gebuffert oder sonst was. Und da sieht man mich jetzt also auch nochmal auf dem Fernseher. Dann gehen wir auf die Home-Taste, sind wieder im normalen Menü. Das geht eigentlich auch recht zackig, wobei man sagen muss, dass die Bedienung teilweise schon etwas schwergängig ist. Das kann jetzt entweder daran liegen, dass der Infrarotempfänger irgendwie ein bisschen schwachbrüstig ist oder daran, dass eben die ARM-CPU doch nicht so die stärkste ist und es dann teilweise ein bisschen hängt. Trotzdem schauen wir uns auch nochmal die anderen Apps kurz an. Da gibt es dann noch die Foto-App. Das ist eigentlich ein ganz simpel aufgezogener Bildbetrachter. Also man hat hier eben auch wieder eine Vorschau, kann hier seine Bilder durchgehen. Und wenn man da dann draufklickt, dann sieht man halt einfach seine Bilder. Also nichts groß Besonderes. Funktioniert halt so, wie man es davon erwarten würde. Genauso verhält es sich auch mit der Musik. Auch die habe ich mal in meinen Ordner reingehauen. Und da läuft eben einfach ein Android-Musikplayer drauf. Man hat ja wieder diese Listenansicht, das ist jetzt auch nicht besonders aufregend. Und geht dann eben auf ein Lied, kann da dann nächstes Lied und so weiter. Also die ganz normalen Funktionen, die man eben so auch irgendwie erwarten würde. So, da hören wir jetzt gar nicht länger rein, sondern gehen direkt wieder weiter. Da gibt es nämlich auch noch die Lesezeichen, falls man denn den Browser benutzen sollte auf diesem Gerät. Mit der Fernbedienung im Browser irgendwas einzugeben, ist ein Krampf, empfehle ich überhaupt nicht. Dafür eignet es sich dann doch ganz gut, dass man eben auch eine USB-Tastatur und Maus anschließen kann. Das ist dann auch wirklich empfehlenswert, sollte man denn den Browser benutzen, den wir uns hier nochmal kurz anschauen können. Was da allerdings wieder sehr nervig ist und irgendwie undurchdacht wirkt, ist, dass der Browser kein Flash unterstützt. Also ist einfach kein Flash installiert auf dem PBO Alpine. Und ja, ist dann so ein bisschen iPhone-Feeling auf einem Android Media Player. Auch das wollen wir uns aber nicht länger anschauen. Der Browser, wie von Android gewohnt, ist nicht der schnellste, tut aber das, was er eben tun soll. Wie gesagt, mit der Fernbedienung würde ich da nämlich nicht ranwagen, sondern halt eine Tastatur anschließen, was dann aber auch den Sinn eines Media Players wieder etwas, also wie so ein Media Player, wenn man da eine Tastatur und eine Maus anschließt, kann man sich auch direkt irgendwie einen Mini-PC holen. Die Einstellungen wie gewohnt, ich bin jetzt in der App-Ansicht, da sind nochmal alle Apps aufgelistet, die man praktisch auch schon auf dem Homescreen hat. Zusätzlich, und das ist eines der einzigen Dinge, die mir an dem PBO Alpine wirklich gut gefallen ist, die YouTube-App. Und zwar deshalb, weil sie irgendwie angepasst wirkt und nicht so wie eine Smartphone-App, die irgendwie konvertiert wurde. Dazu übrigens kurz, Angry Birds funktioniert nicht. Dazu ist die ARM-CPU zu schwach, was schon ziemlich bitter ist, weil auch das jetzt nicht gerade Angry Birds, aber die Installation von normalen Android-Apps eben schon einer der Pluspunkte
von Android Media Playern war, die damit hinweg sind. Und ja, diese YouTube-App, die gefällt mir, wie gesagt, wirklich ganz gut. Wenn man hier jetzt auf ein Video klickt, kann man auch direkt auswählen, in welcher Qualität man es sehen will. Und das wird auch ruckzuck gebuffert und ja, sieht einwandfrei aus. Dazu noch dann erwähnenswert, dass die Tonqualität wirklich erstaunlich gut ist beim PBO Alpine. Da hätte ich wirklich mit schlechterer Qualität gerechnet. So, noch ein kurzer Blick in die Einstellungen. Dann sei es damit eigentlich auch schon genug von der Benutzeroberfläche, die ich persönlich nicht besonders ansprechend finde. Und das ist hier halt einfach das ganz normale Android-Menü mit allen Einstellungen, die man halt so treffen kann. Sollte man wirklich auf die Idee kommen, Apps zu installieren, dann muss man hier vorher aktivieren, dass man eben auch Apps aus Nicht-Market-Anwendungen zulässt. Ja, da kein Market da ist, ist das auch schon ja, selbsterklärend, dass man das eben aktivieren muss, wenn man denn Apps installieren will. So viel zu der Oberfläche, nicht besonders spektakulär, lässt sich aber schon etwas intuitiver bedienen als noch bei dem Violo Player, bei dem man noch eine Maus hatte, die man eben drehen musste. Hier jetzt eben schon eher Media Player Feeling, teilweise ja, irgendwie etwas schlecht gelöst, weil es sehr langsam nur funktioniert, was ich jetzt einfach mal auf den Infrarotempfänger schieben würde. Ja, so viel zur Oberfläche des Patriot PBO Alpine. Wie man vielleicht schon gemerkt hat, finde ich keinen großen Gefallen am PBO Alpine von Patriot. Das liegt daran, dass mir viel zu viele kleine Punkte, kleine oder größere Punkte, nicht gefallen an dem Gerät. Das fängt schon an mit der Verarbeitung. Das ist wirklich ein sehr billiges Plastikgehäuse, das auch nicht irgendwie zusätzlich beschichtet ist. Also wie schon vorhin gesagt, sehr anfällig eben ist auch für Fingerabdrücke. Da wurde sich irgendwie auch nicht viel Mühe gegeben, da irgendwie groß was Schönes hinzuzaubern. Die beiden Fernbedienungen, hatte ich vorhin auch schon gesagt, machen keinen großen Unterschied, weil sie beide irgendwie eher mau sind. Haben beide einen schlechten Druckpunkt, fühlen sich auch beide sehr, sehr billig an und sind überhaupt nicht intuitiv irgendwie aufgezogen. Also man kann hier jetzt nochmal einblenden, wie das hier eingebaut ist, diese kleine Fernbedienung. Aber also ich verstehe nicht ganz, was man sich dabei gedacht hat. Außerdem fallen viele Vorteile weg, die man eigentlich durch so ein offenes Betriebssystem wie Android eben haben sollte. Das ist zum einen die Installation von Third-Party-Apps, also einfach von Applikationen aus dem Markt, die eben nicht von Patriot kommen. Da kann Patriot aber nicht groß was dafür, also sie haben das nicht absichtlich gesperrt, sondern sind halt einfach nicht zugelassen für den Google-Market, also nicht für Google Play und auch nicht für den Android-Market. Dadurch bleibt mir die Möglichkeit, sich eben Apps runterzuladen und über einen Wechseldatenträger eben auf die PBO Alpine zu schieben. Das fällt weg, es fällt auch weg die Flash-Funktionalität, was zwar nicht weiter stört, aber ja, irgendwie auch noch so ein Manko ist, das einfach den Eindruck doch dann trübt. Und ja, was man eigentlich davon haben sollte, irgendwie einen unkomplizierten Media Player, das habe ich nun wirklich nicht so erfahren. Also ich habe viel rumgefriemelt und es war alles mehr ein Krampf als irgendwie ein, ja, ein erleichterndes Erlebnis, so wie es hier beschrieben wird, dass man seine digitale Mediathek dann eben einfach verwalten kann. Ich kann also nicht wirklich eine Empfehlung aussprechen eigentlich für die PBO Alpine. Das liegt daran, dass auch Konkurrenzprodukte einfach schon zu einem ähnlichen Preis, dieses Gerät gibt es für 90 Euro ungefähr, 90 bis 100 Euro, mit auch nicht der besten Verfügbarkeit. Da eben bei der Konkurrenz doch deutlich etabliertere Produkte gibt, gibt es zum Beispiel Western Digital oder bei Asus die Oplay oder eben WDTV Live. Ja, und ein Anwendungsgebiet dafür sehe ich nicht wirklich. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass Android-Fetischisten darauf sehr abfahren werden, weil es eben ja jetzt auch eine Oberfläche noch drüber gelegt wurde und eben nicht nur Android, wie es auf Handys und Tablets läuft, eben so auf den Media Player geschmissen wurde. Ansonsten bleibt mir dazu nicht viel zu sagen. Wer wirklich einen Media Player sucht, der noch einige Einrichtungen bedarf und sicher noch nicht ganz ausgereift ist,
Man kann natürlich auch hoffen, dass vielleicht noch Software-Updates nachgeschoben werden. Und zusätzlich begeistert von Android ist, der wird sicherlich mit dem PBO Alpine glücklich werden. Allen anderen, die einen Media Player wollen, der wirklich ihre Filme abspielt und vielleicht Musik, vielleicht noch ein paar Bilder oder sowas, der sollte sich dann doch eher bei der Konkurrenz umgucken und sich den Huni sparen für den PBO Alpine. Wie gesagt, also er kann zwar auch Videos abspielen wie normale Media Player, er kann auch Bilder wiedergeben wie normale Media Player, aber ich sehe gar keinen Grund, weshalb man dieses Gerät hier von Patriot, der Konkurrenz, der deutlich etablierteren Konkurrenz mit häufigeren Update-Zyklen vorziehen sollte.